Hi, bevor es jetzt weitergeht mit dem Bauabschnitt 6, gebe ich euch noch ein paar ganz kleine Tipps zu der jetzt beweglichen Vorderachse. Bis gleich. So, jetzt kommen wir nochmal zu der beweglichen Vorderachse. Da wollte ich euch nochmal was zeigen, bevor ihr das da mit der Unterwanne, bevor das dann in der Unterwanne noch befestigt. Nämlich, ihr müsst auf jeden Fall, bevor ihr den Draht dann hier an den Zapfen dann einhängt, hier nochmal, hier an den Zapfen, bevor ihr das einhängt, erst den Draht ein bisschen vorher anbiegen, so in der Form, wie die Bauteile, oder wie das Bauteil selber war, dann durchschieben und dann erst, wie ich auch schon geschrieben habe, hier dann im rechtwinklig dann biegen und dann in die Zapfen reinführen. Dann ist es auf jeden Fall beweglich. So wie ich das schon gesagt habe. Und beim Einsetzen in die Wanne ist dann noch zu beachten, weil ihr habt ja hier noch die Stoßdämpfer, die Dämpfer, dass ihr das hier schön reinsetzt. Wie ihr seht, es passt rein und es bleibt dann auch beweglich. Also sieht richtig gut aus. Also, mir gefällt's. Und steckt jetzt schon richtig schön fest. Und die Maßnahme, die ich gemacht habe, fällt auch im Großen und Ganzen dann nicht auf. Das war's, was ich euch nochmal zeigen wollte. Danke. Damit ist es dann mit der Vorderachse jetzt fertig. Und beim nächsten Video geht es dann direkt los mit dem Baubericht ab Bauabschnitt 6. Und hier, wie gesagt, die Achse ist jetzt schön beweglich, so wie ich das haben wollte. Danke fürs Schauen. Bis dann. Ciao.